Ja. Grüßko! Entschuldigung. Ja, so ungefähr. Ja, liebe Freunde der Rechten Unterhaltung, ihr hört es schon. Der Ravenite hat sich einen Gast sofort zum Anfang von Final Fantasy VII besorgt, und zwar den. Drück auf den Ladenknopf, bitte! Final Messenger 13. Ja, Jawohl. kann man doch nicht verantworten, dass die armen Zuschauer hier nur hier rumschnacken, die ganze Zeit den Ladebildschirm sehen. Ja, so in etwa. Und es geht auch sofort weiter. Oh, du bist schon im Keller, wo die Richtig. Lampen ertrunken sind. Sitz. Und sofort Sowas der von erste geil. Kampf. Da hast du aber bestimmt schon viele Kämpfe gezeigt, ne? Ja, drei, Ja. vier habe ich schon Ja, gezeichnet. gut, der Anfang ist ja ziemlich leicht. Und die Maschinengegner sind ja auch empfindlich gegen den Blitz. Ja, Ich. einfach mal einschlagen lassen und Erstmal dabei kriegen die. zusehen, wie sie ausfliegen. Richtig. Erstmal kriegen die Soldaten auf den Hals. Genau, das ist Karneval, das ist falscher Dienstag, da müssen wir hier mal. Wollen wir da reinlassen? Mal schauen. Ja, der Ehrengast, der kommt gleich. Ja, der Prinz Güt. Der Prinz hat sich ein schönes Kostüm angezogen. Ui. Ja, Ja, so voll. richtig hier eins aus Metall. Cool. Ja, und er hat seine Penisprothese hinten ran getackert, aber die Kenner des Spiels wissen ja schon, was dann kommt. Oder bin ich mein? Richtig. Wusstest du übrigens, dass das mein erstes Final Fantasy war? Wusste ich nicht, jetzt weiß ich's. Ja, aber es war, glaube ich, auch für die meisten das erste, oder? Ich Für meine. viele, ja. Wusstest du, dass das unsere erste gemeinsame Aufnahme ist auf diesem Kanal? Ja. Hätte ich ja Ja. auch nicht damit gerechnet, dass das so Das gemacht ist ja hat. unglaublich! Richtig, und wir haben die Substanz wiederherstellen gefunden. Ja. Mensch, welch Leider kann man sich auch Sensation. nicht anlegen. Nee, Richtig. ich hab eben schon gesagt, ich habe schon mein Testament schreiben lassen hier. Für den Ravenite Schlag von Hals. Oh Er ist je. schon so lang. Schon so lang hier, lies mal vor, oder soll Wenn ich wir lesen? das in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig. Genau! Cloud, stell du die Bombe ein! Solltest du es nicht machen? Blond? Cloud ist blond und soll die Bombe einstellen, ne? Vielleicht muss man dabei nur einen Knopf drücken. Mach's doch einfach, Idiot! Ich pass auf, dass du alles richtig machst! Gut, wenn du willst. Wo ist Barrett eigentlich? Den hätten die ja wenigstens einbauen können, Ja. oder? Mann, das ist ein PS7 Spiel. 3 zu 1 spielen. Pass auf. Das ist nicht nur ein Reaktor. Es ist eine Bierbrauerei. Was ist los? Bier. Was ist los, Cloud? Beeil dich damit. Cloud trinkt nur fruchtige Weine. Tut mir leid. Ich brauche Wein. Musst du nicht schneiden. Ich trinke auch gerne fruchtige Weine. Oh. Jetzt öffnen sie das Tor und da kommt der Prinz, da kommt der Prinz rein. Oh, da steht der Barrett doch. Oh, ich hab den gar nicht gesehen hier Ja. auf dem Monitor. Der Barrettman Obama. Aufgepasst, jetzt kommen sie! Der hat aber nicht so eine schöne Frau. Nee. So, der Prinz ist da. Hat sich eine neue Ware gekauft. Oder so ähnlich. Weißt du, was ich schade finde? Bei dem Kampf gibt's echt mal einen taktischen Anspruch als Intro-Kampf. Ja. Und das machen die danach nicht mehr! Warum? Stimmt eigentlich. Es ist so, hier lernst du was im Spiel, was du nie wieder brauchst! Ja, so nennt man. Das haben sie bei Final Fantasy VI ähnlich gemacht. So, ein bisschen Werbung macht, kommt ja bald bei mir. Ja. Vielleicht Wann auch lädst du mit dem da? Gastkommentar, man weiß es ja nicht. Also bei Hauptprojekten eher weniger. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich was mache und ich habe einen Gast dabei, dann komme ich gar nicht dazu, das zu reden, was ich reden will. Aber ist ja egal. Ist halt nicht eingeladen, wenn ich es denn mal aufnehme. Weil erst Tales of Symphonia beenden. Ja, also der Boss, ich erkläre den kurz, den nimmt mal einen ins Visier und dann trottet der den mal ordentlich ins Gesicht. So, und wenn er seinen Angriffsformationsschweif in die Angriffsformationsposition bringt, sprich überwärtig schräg des Kopfes, sollte man den Angriffsmodus der eigenen Charaktere auf ein Minimum, also auf Null, reduzieren, weil man sich sonst einen extremen Schadens-Gegenkonterangriff extraorbitant. Genau. Jetzt gibt's erstmal Probleme. Man kriegt ordentlich aufs Maul. Ich habe nämlich einen Angriff gestartet, ihr seht, schon bevor er das gemacht hat, jetzt kommt der Schwanzlaser. Das ist der böse Konter, der den Bernd gerade hinaus wollte. Final Messenger 13! Okay, auf den Final Messenger 13 hinaus wollte. Ja, gut, wissen alle, die mich kennen, dass ich Sperren zeige. Ja, spätestens bei den nächsten bei einer der Chrono Trigger Aufnahmen wird man's hören. Ich glaube, ich hab's schon gehört.
Der Bernd schreit mich an. Und dann, oh mein Gott, von deiner Seite aus. Ich habe bisher immer noch keine Antwort auf meinen Kommentar gehört. Dazu. Kommt noch. Was sollte das? Kommt noch. Das kommt alles noch. Oh mein Gott, benutzt deine Limits. Jawohl. Die Limits, falls du es noch nicht erwähnt haben solltest, haben immer Priorität Nummer 1. Sprich, sollte irgendein anderer Charakter schon vorher einen Befehl-Input bekommen haben oder sogar der Boss. Ja. Und man einem anderen, während was ich hier noch so ein Angriffssequenz läuft, einen Limit-Angriff ein, dann bekommt der Limit-Angriff oberste Priorität. Das finde ich manchmal sehr praktisch. Ja, das ist sehr richtig. Gut, und ich weiß nicht, ob das zu der Kampfmechanik weiß. Es gibt ja sozusagen zwei Arten Limits zu erlernen. Ja, gibt es, das weiß ich. Das hat mich damals zur Weißglut gebracht, als ich eben das vierte Limit-Attacke benutzt habe. Weißt du was? Als ich die vierte Limit-Attacke von einem anderen Charakter kriegen musste, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jo. Gerade überlegen, hattest du schon ein Video erwähnt? Was denn? Wie die Limits funktionieren, also nein, war mal neu erlernen. Ich habe bis jetzt nur eins vorher aufgenommen. Kannst du gerne machen. Kläre meine Zuschauer auf. Es gibt vier Stufen. Jede Stufe, abgesehen von der vierten, hat zwei Limitangriffe. Um den zweiten Limitangriff einer neuen Stufe freizuschalten, muss man den Limitangriff dieser Stufe, den ersten, also den, wie sagt man, Level 1 Limit, muss man eine gewisse Anzahl auf einsetzen. Dann wird der zweite erlernt. So, und um jetzt einen Limitangriff des nächsten Levels freizuschalten, also an Level 2.1, muss man mit dem Charakter bestimmt viele Deathblows bei Gegnern verursacht haben. Also den Gegner mit einem finalen Schlag töten. Ja. Und bei Cloud ist das natürlich extrem viel, was er da, also im Vergleich zu anderen Charakteren, weil er augenscheinlich der Hauptcharakter ist und wir haben die Angewohnheit, im Prinzip immer als Muss-Charakter in der Gruppe zu sein, hat er natürlich relativ hohen Anforderungen, was das Töten von Gegnern angeht, wo andere nicht so haben. Und herzlichen Glückwunsch zu mir, von ja, danke schön. Wir kriegen das Sturmgewehr. Ja? Neue Waffe. Genau. Barrett. Für Barrett und der... Hat er da einen Schubverschluss drauf? Komm, nicht sie weg von hier! Oh. Metroid Feeling in Final Fantasy. 10 Minuten bis zur Explosion. Ja, erstmal werden wir etwas machen. Wir werden nämlich Barrett rüsten. Bekommt das Sturmgewehr. Denn das ist eine Fernkampfwaffe. Das Schöne ist, jetzt können wir Limit Barrett auch nach hinten stellen. So macht er sowohl vorne als auch hinten Schaden. Das ist das Schöne. Das werden übersehen einige gerne. Ich finde es schade, dass man das nicht ein bisschen mehr drauf gebalanced hat, das Spiel. Ja. Ich habe es als das erste Mal gespielt, was mir sowas von egal, wer hinten stand, wer vorne. Selbst Barrett mit seinem Maschinengewehr habe ich einfach immer vorne stehen lassen. Und ich habe mich später immer gefragt, warum... Oh nee, das ist zu viel Spoiler, was das ist. Das kommt noch. Ja, also war die erste Waffe von ihm keine Fernkampfwaffe? Nein, es war zwar eine Fernkampfwaffe, aber sie hat nicht den Effekt, dass du den gleichen Schaden von aus der zweiten Reihe machst. Den du auch in der ersten Reihe machst. Dies wusste ich auch noch nicht. Ja, jetzt weißt du es. Gerade war bei mir der Bildschirm weg. Ja, das ist richtig. Ich habe nämlich gerade was nachgeschaut. Achso, ja, sag doch. Ja. Hier, ich dachte schon, Panik. Ja, langsam müsstest du mich doch kennen. Ich habe noch nie bei deiner Aufnahme zugeguckt. Also bitte. Stimmt. Kann ich doch nicht wissen, dass du aber jetzt zank. Oh, wusste. Wow, jetzt bin ich wieder motiviert. Ich weiter. So. Das war der nächste Jingle. Ihr merkt schon, der Erfolgsjingle bleibt aus. Das soll nochmal unterstreichen, dass man unbedingt zum Ausgang gehen sollte. Hat sich die Musik jetzt nochmal geändert? Nein, das ist nur die bedrohliche Musik, wie immer. Bist du okay? Mein Bein steckt fest. Ja. Das ist eine Frau. Anabolika-Frau. Augenscheinlich. Die gerade die Dosis, die Wirkung verloren hat. So, ja. Wenn man die Dame nicht befreit, kommt man später den Aufzug, glaube ich, nicht mehr weiter, gell? Nein, das. Und den Quatsch beim Rauslaufen jedenfalls. Also man muss sie da rausholen. Nee, man muss sie nicht rausholen. Es gibt nur dann... Doch. Oder sowas. Auf jeden Fall, irgendwas musste man machen. Man musste es am ehesten machen, weil sonst wäre es sinnfrei gewesen. In manchen Zusammenhängen. Irgendwas kommt man da nicht machen. Genau. Also, die kommt, glaube ich, auch so raus. Aber man kriegt den Gegenstand nicht. Nee. Ich spreche aus Erfahrung. Du hast das geht nicht gemacht. Ja, ich habe es irgendwann mal vergessen. Ich habe das Spiel 15 bis 20 Mal durchgespielt. Das ist keine Übertreibung. Und in irgendeinem der Durchgänge habe ich mal vergessen, die Dame da anzureden. Und da kann man jetzt hier, glaube ich, auf dem Rausweg. Da rennt sie nochmal zu einer Konsole und gibt irgendwie einen Code ein. Und da kommt man dann nicht weiter. Das war den.
Code entziffert. Ich habe einen schwarzen! Jetzt nicht. Code entziffert. Ja, das ist so ein bisschen Diashow-mäßig hier bei mir. Aber besser Diashow als Janisch. So sieht's aus. Ja, ich hab's 15 bis 20 Mal durchgespielt. Es war lange Zeit mein Lieblingsspiel und wurde dann vom Vorgänger abgelöst. Kommt auch selten vor, oder? Ja, ist wirklich selten der Fall. Man, im Prinzip ist ja bei vielen das erste FF, womit sie in Kontakt gekommen sind, deren Lieblings-FF. Gut, das ist jetzt keine statistische Erhebung oder so, oder Gesamtheit, wo das man sagt, das ist statistisch signifikant. Aber so von den Kommentaren, so die ich gelesen habe, also oft, hey, ich habe mit Final Fantasy 9 angefangen und das ist mein Lieblings-Final Fantasy. Hey, ich habe mit Final Fantasy 7 angefangen und das ist mein Lieblings-Final Fantasy. Hey, ich habe mit Final Fantasy 8 angefangen und das ist mir zu. Ja. Raus! Ich hab Wumms! Ich hab hier übrigens gerade, wie heißt der noch gleich? Die Schlange im Schatten des Adlers laufen. Ah. Boom! Das hier fällt den Kerlen ordentlich kabums. So sieht's aus. Ich frage mich jedes Mal, wo die da gerade sind. Das sollte den Planeten am Laufen halten, zumindest für eine kleine Weile. Ja. Du kannst so toll nichts sagen. Alle zurück. Ups. Bei mir ist gerade mein gerendertes Video fertig geworden und es startet sich immer automatisch von selbst. Deswegen hatte ich gerade ein bisschen komische Töne auf den Ohren. Und Wedge kriegt mal wieder einen heißen Arsch. Ach, Biggs und Wedge. Ein Running Gag. Seit Fall 6 irgendwie Staples. Ja, basieren ja irgendwie auf Star Wars. Okay, lass uns von hier verschwinden. Treffpunkt an der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Okay. Oh, Töff-Töff-Fahren! Töff-Töff! Hey. Es geht um ein Geld. Spaß dir auf, bis wir wieder im Versteck sind. Ach man, ruhig. Gibt's da eigentlich Sparkassen? Nee, ich glaub nicht. Du bist immer wieder voll gehalten, wie ich sehe. Ich musste nichts machen. Wunderbar, ist alles cremig. Ja, Cloud hat vielleicht eine natürliche Absorptionskraft gegen Feuer. Oh, die schöne Melodie. Und Loveless. Oh yeah. Jeder, der ein bisschen in die Geschichte von Final Fantasy 7 reinschaut, weil es gibt ja mehrere Teile von diesem Spiel, weiß, was Loveless ist. Ja, sie haben die Cash-Cow ziemlich gemolken. Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung! Was ist passiert? Rosa kaufe? Ich würde mal sagen, du verschwindest besser von hier. Wirklich? Ich weiß nicht, was los ist. Glaube, alles in ist... Ordnung. Nee, ich will keine Blume von dir kaufen. Okay. Achso, du willst das einen anderen Charakter, Hula Hula? Aha! Auf wen hast du das denn abgesehen? Ja, gesehen. Das weiß ich selber noch nicht. Ah, okay. Auf jeden Fall nicht auf sie. Okay. Na ja, gut, wenn man sich normal verhält, dann... ist es in der Regel sie, aber das ist ja später. Ach ja, ich wollte schon sagen, da gibt es doch irgendwie gerade einen Trank oder so zu finden. Och ja, die schöne Stelle. Hey, du da! Hä? Ich brauche keine EXP. Dann mache ich später. Halt! Okay. Ich hab's bekämpft. Ja, komm später. Ich finde keine Lust drauf. Das müssen ja verdammt schlechte Schützen später. Sein, oder? Die schießen sich aber noch nicht mehr selber ab. Oh oh. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht haben die ihre Helme falsch aufgesetzt. Ich hab nicht die Zeit, mit euch zu verschwinden. Genug geschwatzt, greift ihn! Tschüss! Ich glaube, die deutsche... Das Spiel ist ja auch als PC-Version rausgekommen. Und die habe ich gespielt, weil ich keine PS1 hatte. Ich glaube, die Übersetzung ist auch unterschiedlich, oder? Ich meine, da ist Ebene und beim PC oder bei der PC-Version Level tatsächlich. Ja, es sind auch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel Substanzen sind da Materia. Genau. Cloud ist nicht gekommen. Cloud. Aber getötet wurde? Niemals! Cloud! Tut, tut! Sag mal, meinst du Cloud ist bis zum Ende für Avalanche kämpfen? Zum Teufel soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Gedankenleser? Mann!
Vielleicht kann er sich eine Glaskugel auf seinen Arm schrauben. Wenn ich dann so ausgeflippt werde. Hey Barrett, was ist mit deinem Geld? Ah, nichts. Entschuldigung. Was ist mit deinem Geld? Ah! Mein Geld geht's gut. Läuft hin und her, mein Portemonnaie. Ja, Flüssiggeld. Schon von gehört. Wie passt er durch den schmalen Ritz? Wie klaut? Wir waren etwas spät dran. Verdammt richtig, du kommst spät! Läufst hier an und machst eine große Szene. Ist doch nichts dabei. Mach ich doch immer so. Mist! Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Du schätzt ihm niemanden als dich selbst. Tja. Du hast dich um mich gesorgt. Was? Das zieht dir von deinem Geld ab, Heißsporn. Aufwachen! Es geht los, folgt mir! Wo springt er da hin? Hey, keine Ahnung. Gut, dass ich nicht toll. Oh mein Gott! Hey, hey, Cloud, nächstes Mal machen wir es noch besser! Ich will nicht, dass sie uns mit ihrem Gemächt in die Kamera springen. Ich schließe das. Warum vorsichtig? Hat er noch Haare dazwischen hängen? Dein Gesicht ist total schwarz. Ja, so, das wär's. Die hat ihm doch nicht im Gesicht rumgeschrubbt, oder? Das sah nicht so aus. Hey, danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. Hep. Tja, ist hier hinten noch irgendwas? Ich meine auch nicht, aber es gibt relativ viel, was man am Anfang noch finden kann. Aber das ist meistens irgendwie so Larifari-Zeug und ich habe mir meistens nie die Mühe gemacht, mir das zu holen. Ich glaube, das Beste darunter war noch irgendwie ein Turbo-EK, was man später bekommen kann. Letzter Zug aus Sektor 8. Endstation Sektor 7. Depot erwartete Ankunft 12.23 Uhr, Midgard-Zeit. Aha. Ganz schön dunkel für 12 Uhr. Stimmt. Gedöns. So. Schmeiß dich hin. Der weiß, wie man relaxing da Schausch macht. Richtig. Ach, er schon wieder. Deswegen hasse ich den letzten Zug. Oh Mann. Was haben die da für Zuglinien, wenn um 12 Uhr Gedöns der letzte Zug fährt? Das ist mein Zuhause. Macht's euch gemütlich. Ja. Der pennt wohnt im Zug. Hast du die Schlagzeile im Shinra-Tagesanzeiger gesehen? Die Terroristen, die Reaktor 1 gesprengt haben, kommen irgendwo aus den Slums. Ein Reaktor in die Luft gejagt. Da haben sie die sich ganz schön was ausgedacht. Sie müssen einen ziemlich berechnenden Anführer haben. Was sie wohl als nächstes anstellen? Pff, Peng. Zuckerwatte, Deal. Auch mit dem kindischen Zeug. Setz dich hin und halt den Mund. Nö. Okay. Bitte, du gehst den anderen Passagieren auf die Nerven. Ich hab doch noch gar nichts gemacht, Mann. Vielleicht haben die dein Gesicht gesehen. Die Augen haben sie gesehen. Scheinbar ist der Zug noch nicht auf Sicherheitsmodus umgeschaltet. Das wird sich morgen sicher ändern. Sicherheitsmodus? Fast. Eines Tages wird Avalanche berühmt. Und ich auch. Wenn du hingerichtet wirst. Hey, Cloud, willst du das mit mir ansehen? Ich glaube, mit mir ansehen soll das heißen. Naja. Es ist eine Karte des Schienennetzes von Midgar. Wir können es uns mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Ich mag solches Zeug. Bomben und Monitore, weißt du? So abgefahrenes Zeug. Vor allem Bomben mit Monitoren. Okay, yes! Es fängt gleich an. Die Sendung mit der Maus. Das ist ein exaktes Modell der Stadt Midgar. Der Maßstab ist 1:10.000. Die obere Ebene ist etwa 50 Meter über dem Boden. Im Zentrum der Ebene befindet sich der Hauptträger. Jeder Sektor verfügt über weitere Träger. Hier sind Reaktor 2 und 3 und alle anderen bis zu Nummer 8. Die anderen Reaktoren versorgen mit Strom.
Das gebrüllte Flüster kenne ich sonst nur aus dem Kino. Aha. Gefälschte Ausweise. Sehr schön. Oh oh. Oha. Aber dieses gebrüllte Flüstern kenne ich sonst wirklich nur auf dem Kino. Wenn man vom Teufel spricht. Die Lampe bedeutet, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten rauskommen. Egal, wir sind sowieso fast schon fast oben. Was für eine Erleichterung. Ich hatte keine Lust mehr zu flüstern. So. Ja, du kennst das ja, wenn irgendwie Frauen während des Films nochmal aufs Klo müssen und dann einen Platz suchen. Schau, du kannst jetzt die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt's keine Tage und Nächte. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Ja, gucken wir doch mal raus. Eine schwimmende Stadt, ganz schön instabile Gegend. Hätte nie gedacht, dass du mal sowas sagst. Du bist halt immer für eine Überraschung gut. Die Welt da oben. Eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser Pizza müssen die Leute unten drunter leiden. Ich lieg gerne unter Pizza. Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verschmutzt. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Produziert er nicht Energie? Warum ziehen dann nicht alle auf die Platte? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie kein Geld haben. Oder vielleicht... weil sie ihr Land lieben. Egal, wie verdreckt es ist. Okay. Ich weiß, keiner lebt in den Slums. Weil er es so will. Das habe ich auch. Wenn ich auf dem Klo sitze und es so schön stinkt, kann ich mich nicht dazu durchringen, wie jemals wieder wegzugehen. Das ist wie mit diesem Zug. Der kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen. Ach ja, das so mit Final Fantasy 7 so berühmt geworden ist, die FMVs. Ne? Der ist so eingeschlagen, weil es der erste Titel war, der solch hochqualitative Videos zu bieten hatte. Zumindest in der Ebene, ja. Es war so. Ich hatte damals auf PC und was weiß ich, nichts Vergleichbares gesehen. Das stimmt. Vor allem, weil diese Interlacing-Streifen nicht mit drin waren. Was man vorher beispielsweise kannte aus irgendwelchen anderen Spielen. Mir fällt jetzt gerade Siberia ein, aber das kennt wahrscheinlich kein Schwein mehr. Ja gut, du bist ja auch ein bisschen älteren Semesters. Ne? Du warst ja, bevor ich angefangen habe, der Let's Play-Opa. Und hast dich ein bisschen runtergearbeitet. Wobei... Hey, kommt ihr rüber, Jale! Ja. Okay. Willst du uns verhauen? Die Mission war ein Erfolg. Ihr dürft euch jetzt aber nicht auf euren Lorbeeren ausruhen. Das schwierige Zeit kommt erst noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Nö. Die nächste fällt noch viel größer aus. Meine blöde Frage. Ist das so intelligent, über den letzten Job zu sprechen, wenn da irgendwie ein Offizieller, irgendwie so ein Schaffner oder was ist, direkt daneben steht? So. Wir treffen uns dann im Versteck. Weg hier. Ja. Tschüssen. Ja. Im Kino, wenn da irgendwie 5-6 Frauen ständig den Gang rauf und runter rennen und dann den Namen ihres Gatten oder ihres Gefährten rufen. Ja. Jürgen! Jetzt aber! Hochfahren! Helmut! Was für Gottes Willen machst du da? Einfach rausstoßen! Herr im Himmel! Du kommst auch, um es dir anzusehen? Es hat Detonationen gegeben da oben. Wenn die Säule einstürzt, bleibt von den Leuten in den Slums nicht mehr viel übrig. Naja, es hat keinen Sinn, sich Gedanken darüber zu machen. Hey, schau, das ist gigantisch. Ja, schau uns das doch mal an, was er meint. Ja. Die Achillesferse. Dumm, die dumm. Wie war das? Bomben? Monitore?
Bombenmonitore? Passt! Richtig. Schöner Turm. Den wir auch bestimmt nie wieder zu Gesicht bekommen. Den werden wir nie wiedersehen. Nee, vor allem die Platte da oben ist. Die ist ja nicht nur ausgeleuchtet. Die ist viel zu rund. So. Rollenspielhelden mögen. Hey, was für ein merkwürdiger. Was für ein merkwürdiger und schöner Ort. Gehört mir. Eine merkwürdige und schöne Ort. Gehört mir. Aber du kannst herkommen, wenn du möchtest. Mach's gut. Gerade hat er noch Druck auf der Blase gehabt. Jetzt kann er wieder rennen. Bonsoir. Hey, Cloud, hier rüber, sofort. Natürlich. Oder, mein Gott. Geh mal hier rum da. Ach ja. Ach, hier gibt's ja auch den Anfängerschuppen. Stimmt vielleicht. Ja. Gehst du da rein? Feindmateria, oder? Nee, Moment. Oder gab's erst später? Arrgh! Da gab's auf jeden Fall. Was gab's da doch? Arrgh! Ja. Davon gibt's ja nur vier Stück im Spiel. Hey, also, einsammeln! Willst du unser kleines Baby sehen? Kleines Baby? Hey, tu hier nicht rum. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ich sag dir doch. Tschüssen. Eckart! Also irgendwie, teilweise die Dialoge kommen mir so auf Werner-Niveau. Also schon, auch von der Sprache her. Dies ist eine schöne Ort. Oh la la la. Lala. So, oh, la la la. Der Anfängerschuppen. Der ist ja noch zu. Ich renoviere nebenher nochmal. Nochmal. Nein, ich renoviere nebenher mit meinem Rechner. Du kannst du vorhin befugte. Leute, am besonderen Tag will ich dir eine ganz tolle Nachricht verraten. Du musst sie aber für dich behalten. Weißt du, was passiert ist? Was, schon wieder? Wahrscheinlich hättest du dir zum Hals raus, aber hier ist schon lange keine wirklichen Neuigkeiten mehr gegeben. Du machst dir Sorgen darüber, wohin das alles führt, stimmt's? Nö. Das Spiel hat zu viel Dialog. Das heißt, keine Anforderungen nicht mehr vorzunehmen. Dieser Terroristengruppe, die den Reaktor Mako 1 hochgejagt hat. Sie behaupten von sich selber, dass sie eine Anti-Shinra-Gruppe sind, aber in Wirklichkeit... Sie sagen, dass sie nur das Ziel haben, so viele Leute wie möglich zu töten. Echt? Cool. Boah! Das ist doch gut, oder? Ja, Monitorbomben. Wir machen alles zu Kleinholz. Nur wir, die Waffenhändler. Wir machen den fetten Reibach. Wenn wir diesen Vorrat loswerden, ist alles in Ordnung. Okay. Schön für dich. Mano. Wie kommen die da unten an die Waffen? Die werden von der Pizza runtergeschmissen. Basteln die sich da aus einer Kugelschreibermine und einen Faden und ein bisschen Dreck vielleicht Monitorbomben? Oh. Das hier ist ein Slum, also glaube nicht, du kannst umsonst hier wohnen. Was hast du vor? Wirst du nicht müde, wenn du das Bett vor dir siehst? Kommt nicht in Frage. Ich komm, bevor ich bei so einem Gerümpel schlafe, da kann ich auch auf Barrett pennen, oder? Man sollte sich keine Gelegenheit zum Schlafen entgehen lassen. Man sollte sich keine Gelegenheit zum Sparen gehen lassen. Ein sehr Bursche weiß das. Denk dran, alter Junge. Klar. Also das mit dem Schlafen kann ich unterschreiben. Ich schlaf sowieso immer. Arbeit. Wenn ich nichts zu tun habe. Ja, natürlich. Hey Bernd, sollst arbeiten, nicht schlafen. Ich schlaf nicht, ich spitze nur meinen Bleistift. Seit 3 Stunden! Ich bin die perfekte Mine. Bisschen ausgemalt, Mühe? Bleistift. Warum rufst du dich nicht oben im 2. Stock ein wenig aus? Nö. Nur eine Bedingung, du musst mir ein bisschen Geld geben. Geld, gib den Geld, komm. Verflucht, vergiss es einfach! Du hast mich gerade versucht zu verarschen, kriegst du nur ein Geld von mir. Hey, ein Augenblick mal! Ich kann dich nicht rausgeben, ohne was zu kaufen. Das könnte sich sehr als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Ehrlich. Schauen wir doch mal, was du hast. Ja. Das ist doch mal ein Verkaufskonzept, oder? Schon. So den Kunden Beinchen stellen, wenn sie ohne was zu kaufen rausgehen wollen. Hey, sie sind gegen die Schürze gefallen, ja? Die kaufen sie jetzt aber. Und er schießt auch noch so Mutter rum. Hey, was du? Wie komme ich jetzt auf Schürze? Wer mich anspricht, kann nur ein Neuling sein. Hey, ich war bei Soldat. Cloud ist mein Name. Gucci-Anzug. Ich habe nichts mit dir zu schaffen. Nie was von dir gehört. Schön. Ich auch nicht von dir.
Ich war bei Soldat, bei welchem denn? Bar, Redman, oh Bar. Ja, okay, schlecht, ich weiß, aber... Weiter. Und geh weiter? Der ist Stotter, ja, Barrett geworden. Leg deinen dicken Hintern, du kriegst gleich. Welcher Hintern ist dicker, hä? Mann, du. Oh. Ach, der hat nur ein breites Kreuz. So. Und halt viel Geld, Papa, in der Tasche, deswegen sieht er so dick aus. Wie eins, Lilly, Marlene. Marlene, willst du dir was zu laut sagen? Ja. Ab! Willkommen zu Hause, Cloud. Sieht so aus, als wäre alles gut gegangen. Hast du mit Barrett gekämpft? Diesmal nicht. Du bist erwachsen geworden. Als du klein warst, hast du dich wegen jeder noch so kleinen Kleinigkeit gebalgt. Tiefer. Wir können schon denken, dass das auch ein Charakter ist, den wir öfter sehen, wenn wir ihn schon benennen können. Zack. Tifa ist ein... Ja. Dankenswerter Name für eine ich Frau. Ich bin so froh, dass keinem was zugestoßen ist. Ich auch. Was sagt ihr so? Ah, es geht so nichts über den ersten Schluck nach einem Auftrag. Trink doch auch einen mit uns. Nö. Was? Du bist immer zu gut dazu, zu trinken. Ich spiele hier nicht hier so oft, bloß weil du bei Soldat warst. Oh, Cloud, Tifa ist eine Meisterköchin. Egal, soll ich dir was sagen? Worum geht's denn? Wenn ich Tifa sehe, denke ich nicht an Köchin. Immer probieren, wenn sie kocht. Und darum bin ich jetzt kugelrund. Ist klar. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll, aber der Laden ist berühmt für sein gutes Essen und für seine Getränke erst recht. Na dann. Wer bist du? Unvorsichtig. Du bist ja ganz aufgeregt. Warum wohl? Naja, ich glaube sie... Baboom, baboom! Mehr muss ich nicht sagen. Tut mir leid, Cloud. Marlene ist wohl ein wenig schüchtern. Oh. Dann gehen wir raus. Wow! Papa! Papa! Willkommen zu Hause! Sprachfehler! Entschuldigung, aber... Papa! Papa ist zu Hause! Alles in Ordnung mit dir, Barrett? Bestens! Komm hier runter, ihr Trottel! Die Konferenz fängt an! Mit... Wir müssen... Und das tiefer! Natürlich springen die alle so runter! Ja, wenigstens das hat's dir! Natürlich springen die alle so runter! Setz dich! Setz mich. Hi. Wie sieht's aus? Was willst du? Willst du was trinken? Nee. Hängt da hinten eine Belgien-Flagge? Ich brauch was Hartes. Ach so. Entschuldigung. Einen Moment. Ich mach dir einen. Ja, mach mir mal einen hier. Bück dich dabei, bitte. Weißt du, ich bin froh, dass du wohlbehalten zurück bist. Ja, ich wollte es nicht so. Was ging auf einmal mit dir los? Das war kein besonders schwieriger Auftrag. Kann schon sein. Du warst bei Soldat. Vergiss nicht, ihr meint, dir deinen Lohn bei Barrett abzuholen. Mach dir keine Gedanken. Sobald ich das Geld habe, bin ich weg von ihr. Klar, ich habe Probleme damit. Klar, wieso? Einfach so. Du siehst ziemlich müde aus, das ist alles. Ich gehe nicht über Nacht bei dem kleinen Kind. Manu. Ja, sag doch ruhig. Ich habe Probleme. Gehst jetzt wohl am besten nach unten. Nein! Jetzt Ganze. Ja. Tiefer. Ein Geschoss tiefer. Nein, geh runter, Mann! Nein, ich habe Probleme damit, Frauen als Charaktere anzunehmen, wenn sie nur Gürtel anhaben. Oh. Sid ist doch so. Sid, hey, Cloud, ich muss sie mal fragen. Sid greift seiner Kind an. Breaking News. Gegen uns gekämpft haben, welche von Soldaten dabei.
Nein, da bin ich mir ganz sicher. Sieht so aus, als hättest du recht. Wenn jemand von Soldat dabei gewesen wäre, würdest du jetzt nicht hier vor mir stehen. Glaub nicht, dass du eine große Nummer bist. Bloß weil du bei Soldaten saßt. Naja, ich glaube, Bix muss ihn ein bisschen festhalten. Nach dem Motto, halt mich fest, halt mich fest. Autschen! Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle stark, die bei Soldaten sind. Aber vergiss nicht, dass du jetzt für Avalanche arbeitest. Bild den bloß nicht ein, du könntest dich immer noch an die Schindler klammern. Bei den Schindler bleiben? Du hast mir etwas gefragt und ich habe dir eine Antwort gegeben. Das ist alles. Ich gehe nach oben. Ich muss die Sache mit dem Geld besprechen. Warte, Klaus. Allein. Tifa, lass ihn gehen. Sieht so aus, als würde er die Schindler immer noch vermissen. Sei still. Mir liegt weder an den Schindler noch am Soldat. Aber versteh mich nicht falsch. Avalanche und der ganze Planet sind mir genauso egal. Tja, das wollte Jesse, glaube ich, nicht hören. Oder? Bring die Angelegenheit mit allem für mich in Ordnung. Jesse James. Ach, jetzt nur James. Nein! Ja, Jesse James. So. Miaus, genau! Die Reaktor 1 bei einer Bombenexplosion zerstört. Die Terroristengruppe Avalanche hat sich für den Anschlag verantwortlich erklärt. Echt? Da steht zu befürchten, dass Avalanche die Terrorwelle fortsetzen wird. Ist klar. Bürger von Midgar, es gibt dennoch keinen Grund zur Angst. Ich habe unverzüglich Soldaten zum Schutz der Zivilbevölkerung vor diesen sinnlosen Gewalttaten mobilisiert. Vielen Dank und gute Nacht. Das kann ein ja, der einfach was vorgelesen hat. Ja. Gibt's die Soldat-Hotline? 0900. Und die Wurzel aus 7 hinten dran. 332. Hör zu, Cloud. Ich möchte dich um etwas bitten. Mach bei uns mit. Tut mir leid, Tifa. Der Planet stirbt. Er stirbt langsam, aber sicher. Wir müssen etwas unternehmen. Sollen Barry und seine Kumpels noch was dagegen unternehmen? Ich habe damit nichts am Hut. Mit Vitaminbonbons. Aha, du gehst also tatsächlich. Du gehst einfach so weg, ohne dich um deinen alten Freund zu kümmern. Was? Tut mir leid. Du hast das Versprechen auch vergessen. Welches Versprechen meint Tifa denn da? Versprechen? Ich glaube, das finden wir beim nächsten Mal heraus, wenn wir wieder bei Final Fantasy VII reinschalten. Also bis dahin sprach der Raven halt immer mehr.